Herzlich willkommen zu einem neuen Preview-Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir werden uns heute die Essence Love and Sound Trend Edition anschauen. Die wird es ab April geben und sie wird im April und Mai in den Läden erhältlich sein. Thema dieser Trend-Edition ist die Festival- bzw. Open-Air-Saison, die ja dann demnächst auch wieder starten wird, kombiniert mit so ein bisschen Ethno-Style, also mit warmen Farben. Könnt ihr ja jetzt hier schon auf dem Titelbild sehen. Und ich bin sehr überrascht darüber, was ich euch jetzt gleich vorstellen kann. Sowohl negativ als auch positiv. Was genau ich damit meine, werde ich euch jetzt einfach mal zeigen. So, als allererstes wird es diese drei Lidschatten geben. In ultrasofter gebackener Lidschattentextur. Die kennen wir ja schon. Einige Farben davon sind ja auch schon ins Standardsortiment gekommen. Und soweit ich weiß, ist die Textur dieser gebackenen Lidschatten von Essence sehr beliebt. Diese sollen sich wohl angeblich ideal verblenden lassen. Und werden uns erwarten in einem Berryton, einem Aprikot und einem Hellgrün. Sie versprechen außerdem ein pearliges Finish zu haben. Die Farbbezeichnungen sind hier 01 Glastonbury, 02 Make Life Festival und die 03 Feel the Vibe. Die werden jeweils 2,79 Euro kosten. So, fangen wir mal links mit den Lippenstiften an. Man müsste auch mal zählen können. Zwei Lippenstifte werden uns hier erwarten. Und zwar einmal ein kräftiges Aprikot-Orange und ein softer Berryton. Sie versprechen, intensive, farbenfrohe Lippen zu zaubern und beinhalten ein mattes Finish. Die Farbbezeichnungen sind hier 01 Crowd Gone Wild und die 02 Glastonbury für 2,29 Euro. So, der Eyeliner-Pen, den ihr da rechts oben schon seht, der Multi-Style-Eyeliner-Pen, der hat drei Spitzenapplikatoren. Also, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, sowas müsste auch im Standardsortiment sein bei Essence. Ich weiß aber nicht genau, ob in allen Theken oder nur in den relativ großen Theken. Aber jedenfalls haben die drei Spitzen, oder der hat drei Spitzen, mit denen man eben gleichzeitig zeichnen kann. Ob jetzt Punkte oder Dreifachlinien oder einen extra breiten Lidstrich, das geht wohl angeblich alles mit dem. Tiefschwarz und langanhaltend soll er außerdem sein und heißt 01 Perfect Lineup für 2,99 Euro. So, und dann sehen wir jetzt hier noch eine Love and Sound Blush mit einem Gradient-Effekt, also einem Rouge mit Farbverlauf, von Aprikot bis Berry. Das verspricht eine seidige Textur und kommt in der Farbbezeichnung 01 Sunset at Center Stage für 2,99 Euro. Und wenn ihr die Essence LEs ein bisschen länger schon verfolgt, dann wird euch sicherlich aufgefallen sein, dass sowohl im letzten Jahr als auch im vorletzten Jahr immer wieder so ein Blush dabei war. Natürlich waren die Farben dieses Gradient Blushes immer etwas unterschiedlich, aber ich muss sagen, das ist doch sehr einfallslos irgendwie, gerade weil ja auch zwei Varianten dieser Gradient Blushes bei Essence im Standardsortiment sind, ne? Weiß ich nicht. Also ich bin mittlerweile gesättigt von dieser Art von Blushes würde mir wünschen, wenn vielleicht dann doch eher mal wieder was anderes zutage kommen würde. Okay, aber fernab dessen haben wir ja hier noch ein paar Produkte, die wir uns gerne ansehen möchten. Und zwar einmal hier Love and Sound Bronzing Paper. Die versprechen, überschüssigen Teig auf der Haut zu absorbieren. Also ihr kennt ja diese Mattifying Papers und das ist sowas wohl auch. Zusätzlich sollen sie natürlich mattieren und haben ein integriertes Bräunungspuder, das dann eben auch noch zusätzlich einen sonnengeküssten Teint verleihen soll. Die Farbbezeichnung ist hier 01 Sunkissed and Happy für 2,29 Euro. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
Ich finde dieses Produkt ein bisschen gruselig, weil man stellt sich jetzt vor, also ich in meinem Fall, ich schwitze sehr viel auf der Stirn und auf der Nase und auf den Wangen und so. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Bronzing Papers dafür zu benutzen, mich, naja, zu mattieren und den überschüssigen Teig eben abzunehmen, und das Ganze dann aber ein integriertes Bräunungspuder hat, habe ich jetzt gerade so die Vision vor mir, dass ich dann eben auf der Nase, auf der Stirn und auf den Wangen richtig schön Costa Cordalis braun werde und der Rest ist irgendwie immer noch weiß. Also, ich glaube, in dieser Papierform ist ein Bronzer wahnsinnig schwer zu handeln, also irgendwie auch vom Verblenden und so weiter. Und dann eben genau das auf die Stellen zu packen, wo ich schwitze, ist vielleicht auch nicht so die beste Idee. Denn Bronzer gehört ja eher an den Rand von Gesicht und nicht unbedingt mittendrauf. Ja, ihr seht schon, ich bin wenig begeistert von diesem Produkt und weiß nicht so genau, was sich Essence dabei gedacht hat. Also ich kann mir schon vorstellen, was sich Essence dabei gedacht hat, aber really? Naja. Gucken wir mal weiter. So, dann haben wir wie immer auch ein paar Nagellacke hier in dieser Trendedition. Ihr seht schon, da steht Desert Sand oder Desert Matte Finish. Es handelt sich also hierbei um ein sandig mattes Finish, also ein matter Sand Style Lack. Wir haben hier ein Aprikot Orange, ein Blau, einen Berryton und ein Hellgrün. Und das sind hier die Farbbezeichnungen von links nach rechts. 01 Make Life Festival, 02 Blutcella, 03 Glastonbury und 04 Feel the Vibe für jeweils 1,79 €. So, und die letzten beiden Produkte sind zum einen hier auf der linken Seite Cuticle Tattoos, wie ich schon vermutet hatte. werden diese Cuticle Tattoos jetzt wohl voll im Trend sein und ich denke mal, wir werden auch noch mehr davon in der nächsten Zeit sehen. Und zwar sind die hier in der Artikelbezeichnung, sage ich jetzt mal, 01 Adno Girls Ahead für 1,49 €. Und da sind eben ganz viele unterschiedliche Designs von Unendlichkeitszeichen über Herzchen. Dann haben wir einen Diamant und Sternchen und überhaupt. Also ich denke mal, da wird für jeden was dabei sein, der sich für sowas interessiert. Und dann haben wir auf der rechten Seite noch Heel Protection Pads, Fersenschutz-Gel-Pads. Ja, hier wird geschrieben, das muss ich euch mal gerade vorlesen, das finde ich super witzig. Und zwar steht hier, dass sie eben den Fersenbereich vor Reibung schützen sollen, sowie eben vor Einschneiden und geben super Halt auch in High Heels. Also, ich kenne, glaube ich, keine Frau, die mit High Heels auf ein Open-Air-Festival geht. Oder bin ich da verkehrt? Ja, ist ja auch egal. Ich meine, diese Fersen-Protection-Pads, die kann man ja auch in Ballerinas benutzen oder in Boots oder was auch immer. Das ist ja egal. Also, die sind ja hier gerade hochkant dargestellt, aber die werden eben horizontal in den Fersenbereich geklebt. Kennen bestimmt einige von euch auch schon. Deswegen muss ich sagen, ich finde die Idee in Bezug jetzt auf Festivalsaison und so weiter, finde ich ganz passend, aber sowas bekommt ihr auch im Standardsortiment und müsst das jetzt nicht unbedingt in dieser Trendedition kaufen. Die Artikelbezeichnung ist hier 01, These pads are made for walking, das finde ich ganz witzig, für 2,49 €. Also, wie ich schon sagte, diese hier Protection Pads muss man sich nicht kaufen. Die gibt es im Standardsortiment bei Essence und auch eben von diversen anderen Marken. Die Cuticle Tattoos sind diesmal mehr nach meinem Geschmack als diese Schleifchen. Gut, ich habe ja hier auch ein Schleifchen mit dabei, aber mir gefällt dieser Ethno-Style, was jetzt Cuticle Tattoos angeht, wesentlich besser. Deswegen werde ich mir, glaube ich, mal eins dieser Paketchen mitnehmen. Um die Nagellacke werde ich einen großen Bogen machen, nicht nur aus dem Grund, weil es sich um Sandstyle-Lacke handelt, sondern eben auch,
weil das jetzt nicht so außergewöhnliche Farben sind, meiner Meinung nach, dass ich die unbedingt brauche. Also dafür wird keiner in mein Sortiment wandern. Ebenso werde ich einen großen Bogen um diese Bronzing Papers machen. Auch das Blush kann mich nicht überzeugen. Den Multistyle Eyeliner Pen finde ich, wie gesagt, eigentlich meiner Meinung nach in der Standardtheke. Die Lippenstiftfarben, also wenn überhaupt, gefällt mir nur der rechte Ton. Der linke wird mir mal wahrscheinlich wieder überhaupt nicht stehen. Aber auch so einen Ton, wie hier rechts dargestellt, habe ich schon in meiner Sammlung. Ja, bei den Lidschatten interessiert mich doch der ganz linke Ton, gerade weil ihr ja wisst, die Trendfarbe 2015 ist Marsala. Und ich finde, dass dieser ganz linke Ton dem doch ja sehr stark entspricht, dieser Marsala-Farbe. Und ich habe mal meine Sammlung letztens durchgeguckt. Ich habe zwar ein paar Farben, die zu dem Marsala-Thema passen, aber ich glaube, dass ich keine wirklich hundertprozentig passende Farbe gefunden habe. Und da die ja auch nur 2,79 € kosten, könnte ich mir vorstellen, den mitzunehmen. Man muss aber mal gucken, wie die sich eben im Laden machen, weil hier steht ja, es ist ein Berry-Ton und Marsala ist ja eher ja ein braun-rot und hier sieht es ja auch eher braun-violett-rot aus. Deswegen weiß ich auch noch nicht, ob ich den mitnehmen werde. Aber die Nageltattoos, diese Nagel-Cuticle-Tattoos, die werde ich bestimmt mitnehmen, ja. Das war's auch schon, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, euch mit mir zusammen durch diese LE zu fuchsen. Und ja, wie gesagt, für mich ist da nicht allzu viel mit dabei dieses Mal. Vielleicht für die ein oder andere schon eher. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und mit mir zusammen durch die Pressemitteilung fliegt. Und wünsche euch bis dahin einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.